Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play Sins of Solar Empire. Wir sind noch immer beim Quick Strike. Und da gehe ich jetzt auch gleich rein. Und dann schauen wir mal, ob und wieder was wird. Interessant. Kein schlechter Tipp, aber ich mache das lieber manuell. Das passt dann schon. So. Jetzt muss ich nur ganz kurz gucken. Passt. Aufnahme. Ja. Genau. Okay. So rum, glaube ich, war das letztens. Und ich bin mir schon gar nicht mehr sicher, was ich alles gemacht habe. Der Sucher hat nur geschaut, falls die jetzt hier rumspringen, weil ich hier gerade angreife, so wie es ausschaut. Upsi. Ja, die Steuerung. Sie ist komplexitiert. Die Rache ist unser. Ja, ist doch schön. So, die greifen noch hier den Kristallextraktor an. Und ich glaube, ich war gerade dabei, den Titanen zu bauen. Das dauert noch ein bisschen. Strahlenbatterie. Montagedrohne. Die kann man weg, die brauche ich dann nicht. Wir sind ganz Ohr. Ohr sind sie, ja. Ich finde es cool, dass wir hier so einen blauen Stern haben. Ich finde das voll geil. Boing. Voll die Megakugel. Nice. Definitiv nicht schlecht. So, der Sucher bleibt noch und guckt sich das alles an. Die Piraten greifen mich als nächstes an, da habe ich keinen Bock drauf. Wird aber nicht helfen, nicht zu wollen. Ich glaube, da werde ich wieder Geld rausschmeißen, damit sie ihn angreifen. Und dann hole ich mir diesen Planeten. Es ist ein Wüstenplanet. Da muss ich erstmal gucken. Verständigung. Boah. Egal. Hier, Wüstenplanet. Genau. Und dann gibt's blühende Wüstenstädte. Das dürfte dann besser sein. Dann habe ich hier schön viel Bevölkerung. Was macht das hier? Erdähnlicher Planeten erhöht. Oh, ist auch nicht schlecht. Credits werden benötigt. Ja, wie immer halt, ne? Das geht noch nicht, ist aber auch sehr teuer. Telekinetische Abspaltung, aha. Mehr Credits werden benötigt. Ja, sollte ich jetzt doch gleich haben, oder? Jeden Augenblick. Und das, so. Oh, schaut bisher gut aus. Der Tempel der Feindseligkeit, der wird jetzt zerballert. Ah, da haben die so Strahlenwaffen seitlich. Das ist so interessant. Und da haben sie so eine Piu-Piu-Piu-Kanone. Interessant. Laserschaden, ja genau. Interessant, scheint aber nicht auf Impact Schaden zu machen. Also das ist, die Animation ist nicht gleichzeitig der Schaden. Aber gut, okay. Der Gegner ist noch immer, doch jetzt ist er da. Wissen erworben, okay. So, der kommt jetzt und das ist genau der Moment, wo ich abhocke. Das habe ich unglaublich gut getimed damals. Also was immer der Vergangenheits-Alex da gemacht hat, es hat funktioniert. Gut, die könnte ich wahrscheinlich besiegen, aber sicher ist sicher. Da hatten Level 4, zwei Level 4 Pistolenschiffe. Schaut so ein bisschen aus wie so eine Handfeuerwaffe. Piu, piu. Ja, mit denen lege ich mich jetzt eher nicht an. Das lassen wir dann doch lieber. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Ja, die sollen da angreifen. Gefällt mir besser. Und der Titan wird noch gebaut? Ja, da ist er. Das ist so eine Galeons-Titan-Figur, ne?
Schaut schon sehr interessant aus. Ist sehr futuristisch. Ich glaube nicht, dass ein Schiff so funktionieren kann. Aber okay, das soll mich nicht wirklich stören. Ist ja auch relativ egal. So, der Sucher, der haut wieder ab. Genau. Und dann schauen wir mal. Notfallstrukturen. Ah ja, hier gibt es noch Planet erforschen. Das klingt immer gut. Oh, werde ich hier angegriffen? Tatsache. Ah, ob die Strahlenkanonen das schaffen? Da dürfen wir gespannt sein. Unsere Flotte ist eingetroffen. Ja. Die muss jetzt nur hier auch wieder abhauen, ne? Deine Präsenz ist stark. Ja, dann gehen wir so runter und schützen das hier. Das wusste ich gar nicht, dass ich hier angegriffen werde. Aber das sind schon ein paar Schiffe, wo er hier ganz böse angreift. Und die Strahlenbatterie, ja, puh. Geht so. Der Schaden ist aber auch nicht so geil. Da muss man mal schauen, wie ich das am besten verteidige. Ich meine, wenn der Titan fertig ist, dann geht's zur Sache, aber das dauert noch ein kleines bisschen. So, die springen jetzt. Lawinenentwicklung abgeschlossen. Hier müssen wir jetzt echt mal gucken. Weil die machen schon Schaden. Ein Ding haben sie zerstört. Und das zweite fällt jetzt auch gleich. Das brennt auch schon ordentlich. Das hält immer lange durch. Da ist es kaputt. Meine Strahlenblume. Ah nee, das ist die andere. Ah, ich hab noch... Ja, dann passt. Ich baue jetzt trotzdem wieder eine hin. Kann ja nicht schaden. Erlöser. Oh, und da kommen auch noch Gegner. Ah, jetzt ist er hier mit seiner ganzen Flotte. Das hat er klug gemacht. Leitet mich. Der hat ja doch eine ganz schöne Armee. So, wann wird mein Titan fertig? Jeden Augenblick. Ich glaube, ich gehe so ein bisschen... Dass ein Piratenüberfall unabwendbar ist. Oh, bitte nicht. Ich habe kein Geld jetzt für Piraten. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Aber ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Ich muss, ne? Ich muss jetzt hier den weglocken. Wissen ja, ja. Erworben. Der will das. Der will mir die Piraten aufhalten. Irgendwann wird es klappen. Das haben sie gut gebalanced, aber jetzt ist der Titan fertig. Unser Schicksal wird sich erfüllen. So. Und der fliegt jetzt hier hinterher. Die Anima sind unruhig. Okay, nein. So, schauen wir mal, ob das so klappt. Ja, passt. Boah, der hat Geld. Der gibt gerade eine ganze Menge Geld aus. Hier muss ich aufpassen. Hier muss ich wirklich aufpassen. Die Rache. So, was gibt's jetzt hier? Telekinetischer Stoß. Den Phasenantrieb. Okay, der Titan springt. So, jetzt lass mich mal schauen. Konstruktion abgeschlossen. So. Panzerung. Ich weiß noch nicht, was der kann. Unser Schicksal wird sich erfüllen. Die Schilde halten, die Hülle schaut gut aus. Ja. Ist nur die Frage, inwiefern das hier funktioniert. Nutze meine Stärke. Was ist denn das für ein Titan? Was kann der denn? Stärke der Gefallenen. Ah. Ich nehme jetzt mal die beiden. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber das wird man sehen. Die Angma sind unruhig. Wieso die Angma? Das hat nichts mit Angma zu tun. Nein, nein, nein. Aktiviere den Phasenantrieb. Ja, jetzt spring aber ein bisschen schneller. So, ich möchte noch ein bisschen mehr Schaden machen. Ja, Bomben brauche ich jetzt nicht. Schild. Laserkanonen. Und ist das für Strahlenwaffen? Schaden, Plasmaprojektile. Strahlen. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. So, der Titan ist jetzt Nutze da. Meine Stärke. Wir werden die Einheit wiederherstellen.
Ja, und der sollte jetzt ordentlich raufklatschen. Bekämpft die Korruption. So, mal sehen, was der jetzt macht. Der ist schon sehr groß. Okay. Ja, die Schilde hier. Der fliegt mal ein bisschen auf Seite. Und der Titan, der ist jetzt Stufe 1, der müsste es eigentlich dann schon machen. Ja, der hat guten Schaden. Ich glaube, das passt. Obwohl der hier noch viele so Kleinschiffe hat, das Meer. So. Brauchen wir hier noch eine Strahlenkanone? Nutze meine Stärke. Die Erlösung wartet. Dann greifen wir hier alles an. Ja, das stirbt so. Die Erlösung wartet. Wir werden die Einheit so wiederherstellen. Die Rache ist unser. Was macht denn der telekinetische Stoß? Das ging Jäger, ne? Ja. War nicht so gut. Ich glaube, der springt zurück. Hier passiert nichts. Das ist nur ein Sucher. Viele Truppen darf ich auch gerade gar nicht mehr haben. Das ist natürlich auch problematisch. Aha. Ja, was macht das? Ah, ein bisschen mehr Antimaterie ist nie schlecht. Okay, schauen wir mal, ob sich das lohnt. Unser Schicksal wird sich erfüllen. Die Frage ist halt, schaffen wir es, hier noch ein Schiff zu vernichten? Wir werden die Einheit wiederherstellen. Also wenn wir das Schiff vernichten, könnten wir super, aber ich glaub's fast nicht. Der springt nämlich noch rechtzeitig weg. Ich könnte hinterher. Unser Schicksal wird sich erfüllen. Und vielleicht mache ich das auch so einfach. So machen wir es. Ja, einfach hinterher springen. Und gut ist. Sollte passen. Was soll entdeckt werden? Das weiß ich noch gar nicht, was entdeckt werden soll. Das muss ich noch schauen. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Ja, hier, das hätte ich jetzt gerne. Mehr Credits werden benötigt. Erdähnlicher Planet habe ich schon. Das ist nicht schlecht, wenn ich hier. Mehr Credits werden benötigt. 27. Oder 15% mehr Bevölkerung. Dann machen sie mehr Steuern. Ich glaube, ich mache das so. So, wo hat er die Schiffe? Wir werden die Einheit wiederherstellen. Schauen wir mal, ob ich ihm den Planeten wegnehmen kann. Der hat einige Strahlenbatterien gebaut. Da ist ein Handelsposten. Wissen erworben. Mit ein bisschen Glück geht das. Was gibt's denn da noch so? Unnachgiebiger Wille. Oh Gott, was macht denn alles? Aha. Ah, ich weiß noch nicht. Nutze meine Stärke. Gut, nachdem er jetzt abhaut, kämpfen wir hier einfach. Energiemanipulation, mehr Waffenschaden und mehr Höhenpunkte. Und das ist schon nützlich. Wenn er mehr aushält, ja. Ja, muss man schauen. Den Feind angegriffen. Da gibt es sicher taktische Skillungen, aber die weiß ich jetzt alle natürlich nicht auswendig. Mehr Credits werden benötigt. Ja, bauen wir noch 4 Stück. Warum nicht, ne? Kann man ja mal machen. Das schaffen wir. Ich hoffe es. Wie aus einem Mund. Munde. Die Münder scheinen ihnen sehr wichtig zu sein. Gemeinsam sind wir stark. Nutze meine Stärke. Die Schandhaften sollen bestraft werden. Bis zur Vergessenheit. Bis zur Vergessenheit. So, ich schau mal, dass ich hier wirklich alles zerstöre. Es wird dauern, das ist mir klar. Gemeinsam sind wir stark. Aber es hilft ja nichts, ne? Aha.
Eines unserer Großkampfschiffe ist schwer beschädigt. Wo ist das denn? Gemeinsam sind wir stark. Nutze meine Stärke. Ah, da ist doch der Träger, okay. Wissen erworben. Ja, das passt schon. Der hält das schon aus. Wir werden die Einheit wiederherstellen. Sollte zumindest, ne? Sollte. Gemeinsam sind wir stark. Ich wollte eigentlich was Neues bauen, und zwar Handelsposten. Aber ich muss den erst erforschen. Das ist nicht schlecht. Aber das kommt später. Wo ist denn das? Das ist bei... Es muss bei Harmonie irgendwo sein. Da. Handel. Genau. Aha. Oh. Na, ob das gut ist? Wissen erworben. Naja, scheint so zu sein. Muss man mal gucken. So, steht unser mein Schicksal wird Schildschiff noch? Ja, passt. So, das geht kaputt. Das geht kaputt. Ja, schaut ganz Nutze gut aus. Nutze meine Stärke. Die Schandhaften sollen bestraft werden. Bekämpft die Korruption. Interessant. So machen wir es. Naja, jetzt lassen wir das erstmal, wie es ist. Wir werden die Einheit wiederherstellen. Bekämpft die Korruption. Die Schandhaften sollen bestraft werden. Ist nicht perfekt. So machen wir Egal, es. So lasse ich das jetzt einfach. Wissen erworben. Der Missionar ist jetzt auch da. Er kann schon mal nah hingehen und dann schaut das ganz gut aus. Und dann... Na gut. Vielleicht probiere ich die das einfach mal aus. Unsere Großkampfschiffe wurden durchbrochen. Na. Na, was ist das hier? Hauptplaneten-Upgrade. Nee. Okay. Wir werden die Einheit wiederherstellen. Ah, der ist jetzt Stufe 5. Drohnen. Starke Energieaura. Das ist nicht schlecht, dann schießen alle Schiffe häufiger, glaube ich. Großkampfschiffe ist schwer beschädigt. Ja, das ist die ganze Zeit. Aber das hält noch durch, das passt schon. Wissen erworben. Ich glaube, als nächstes gehe ich in der Flottenlogistik etwas hoch. Und dann kann ich wieder ein bisschen mehr ausbilden. Und ich sollte mal ein neues Schiff erforschen. Was gibt's denn da so für Schiffe? Langstreckenstrahlenwaffen. What? Aha. Planetenentwicklung abgeschlossen. Ja, Reparaturwaffen, Wächterdesign, abstoßen. Was gibt's denn für coole Schiffe, die ich hier haben könnte? Ikonus Wächter. Oh, Reparatur ist nicht schlecht. Wissen erworben. Der ist ja gegen alles gut, der Paladin. Okay, holen wir uns den Paladin. Jetzt muss ich nur das richtige Bild finden. Ist er das? Erleuchter? Sieht so aus. Da ist der Paladin. Ich brauche mehr Feindseligkeit. Das Aufstehen des Planeten hat nichts ergeben. Na toll. Okay, hier geht nichts. Hier geht was. Ich baue erstmal einen Handelsposten, das hat Priorität. Keine logistischen Plätze verfügbar. GG. So. Wissen erworben. Unzureichende Finanzmittel. Tempel der Feindseligkeit. So. Was denken Sie? Wir folgen dem Ruf.
wie sie wünschen. Okay. Unser Schicksal wird sich erfüllen. Die Schandhaften sollen bestraft werden. So, dann schauen wir mal. Okay. Und hier... Also, das ist die Rüstung, die ist ganz nützlich. Ui. Das sieht aber stark aus. Reinigung. Ha! Nicht schlecht. Das benutze ich doch gleich mal. Also ich würde sagen, das schaut schon ganz okay aus. Unsere Flotte ist eingetroffen. Ja, jetzt gibt es dann den Paladin. Sehr schön. So, hier kurz Safe Stat. Super. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.